Bah! Spargel. Also nee. Also nee, nee, nee. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter im Hardcore-Modus. Meine lieben Freunde, die gute Nachricht ist, ich lebe noch. Und die noch bessere Nachricht ist, ich lebe noch und habe Progress gemacht. Wir haben jetzt sogar schon Nukularenergie. Wir haben Essen, wir haben Wasser und wir haben neue Pflanzen gefunden. Nullna-Samen haben wir bekommen. Und die können wir jetzt nämlich einsetzen direkt in unsere neuen Pflanztöpfe, beziehungsweise erstmal in die alten Pflanztöpfe und dann machen wir aus den alten Pflanztöpfen neue Pflanztöpfe. Wenn ihr das hier feiert, dass wir Planet Crafter uns im Hardcore-Modus reinziehen und der Hardcore-Modus ist so unglaublich hart, das knallt richtig, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, ob ihr es auch schon mal im Hardcore-Modus probiert habt und ob ihr da auch klarkommt oder vielleicht kommt ihr ja da auch nicht klar. Also ich muss sagen, ich komme bis jetzt eigentlich ganz gut klar im Hardcore-Modus. Das passt eigentlich. Also es war an einigen Stellen ein bisschen knapp gewesen, aber ich meine, ich habe es ja eigentlich auch beim ersten Mal schon recht gut hingekriegt, ohne zu sterben. Ich bin ja nicht einmal gestorben im ersten Durchlauf. Meine ich zumindest jetzt. Und ja, wenn man das halt hinkriegt einmal, ich glaube, sterben ist in dem Spiel generell, vielleicht sollte ich das jetzt nicht so laut sagen, ja, aber sterben ist in dem Spiel, glaube ich, generell auch etwas schwieriger so. Also, wenn man jetzt nicht gerade richtig Pech hat, müsste das eigentlich halbwegs funktionieren. So, ihr seht, ich habe jetzt hier nochmal den Raum ein bisschen erweitert. Wir brauchen nämlich mal auch ein bisschen mehr Platz jetzt in den Räumen, weil wir müssen jetzt auch mal so Sachen aufbauen, wie zum Beispiel dieses Crafting-Gerät hier, weil wir ja auch die Stäbe jetzt auch teilweise verarbeiten müssen. So, jetzt wollte ich mal schauen, ist jetzt hier eigentlich schon das Eis geschmolzen, weil wir brauchen jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt die Bohrer bauen wollen, um zum Beispiel jetzt hier Iridium aus der Höhle zu fördern, brauchen wir ja auch wieder Osmium und solche Geschichten. Und Osmium kriegen wir ja nur in den Höhlen und das kriegen wir ja erst, wenn das wegtaut. Und ich sehe gerade, Axador hat mit Prime abonniert, 13 Monate schon. Moinsen, Dankeschön. Und auch Jumping John hat auch mit Prime abonniert, auch schon 13 Monate. Dankeschön. Direkt mal wieder verlängern, perfekt für Saates Update 6 Vorbereitungen. Ja, Saates Update 6. Guck mal, ich glaube, man kann diesem Ding auch beim Schmelzen zugucken. Beginnt zu schmelzen bei 100 NK oder auch nicht. Doch, guck mal, das hat sich gerade bewegt. Aber ich darf leider nicht so lange hier rumstehen, weil dann sterbe ich nämlich irgendwann, wenn ich hier rumstehe. Deswegen stehe ich mal lieber nicht so lange rum. Ich glaube, das hat gerade kurz gezuckt. Ich glaube, beginnt zu schmelzen ist eher so ein Ding mit, das ist dann schon geschmolzen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Guck mal, das hier ist auch kleiner geworden, seit wir das letzte Mal hier waren. Hier komme ich nämlich jetzt an das Iridium ran. Das sind wir vorher nicht rangekommen, wo ich beim letzten Mal hier war. Und das schmilzt ja hier auch erst laut der Anzeige bei 100... Dann müssten wir ja bald ans Osmium rankommen eigentlich. Dann können wir ja hier mal Bohrer aufstellen. Dann müssten wir ja eigentlich Iridium bekommen. Normalerweise. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann atmen wir hier jetzt mal schnell. So, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Warte mal, wir müssen jetzt mal... Ja genau, wir müssen jetzt mal dringend... Wir sammeln jetzt mal... Aluminium. So, mit diesem Aluminium bauen wir jetzt mal dann dieses Ding. Da können wir nämlich mal unser Iridium, was wir so dabei haben, mal umwandeln zu... Ihr wisst, was ich meine. Stäben. Und mit den Stäben können wir uns dann einiges geben. Je mehr Wärme, desto schneller schmilzt es. Ja, das stimmt wohl, das ist richtig. Aber Wärme hat man ja gerade noch mal auch eine geile Heizung gebaut. Ich kann halt die geilen Heizungen nur bauen, wenn ich halt mehr Stäbe kriege, mehr Iridiumstäbe. Osmium haut Oma um, wenn Oma um, das ist sehr dumm. Gibt der Oma kein Osmium, sonst haut das Osmium Oma um. Wenn Oma um, das ist sehr dumm, genau. Auch der Spruch, der ist sehr dumm. Deswegen drücken wir uns nicht drum. Boah, ey, da hier in diesem Biom ist alles so überstrahlt, ne? Das hat hier so komische Lichtstimmung. Wenn du hier reinkommst, Alter, das sieht aus, wie wenn du von Außerirdischen entführt wirst, ey. Junge, Junge. So, warte mal jetzt hier. Jetzt wollte ich das Ding bauen, genau. Aluminium braucht man. Das war's ja. Hier war doch noch was drin, oder? War hier nicht Aluminium drin? In diesem Frack oben? Mal schnell gucken. Ja, guck mal, zwei Dinger. Jetzt brauchen wir noch eins. Vielleicht sollte ich ja auch mal eine Kiste hinbauen. Ja, genau, guck mal. Machen wir hier eine Kiste in die Ecke.
Weil, dann kann ich nämlich schon mal Sachen ablegen, die ich jetzt definitiv erstmal nicht brauchen werde. Zum Beispiel das ganze Iridium, das wir ja noch nicht umwandeln können. 1, 2, 3, es ist eh noch zu wenig. Da müssen wir hier die... Die sind ja jetzt schon... Das waren schon die guten. Ne, da müssen wir... Die anderen müssen wir abreißen. Meine Güte, ich kann euch sagen, es ist immer noch der 1. Mai, an dem ich das aufnehme. Und diese Session geht jetzt schon so lang. Meine Stimme stirbt schon so langsam, ey. Das ist echt heftig. Halt, Moment, ich muss noch ein Wasser noch machen, schnell. Meine Stimme stirbt schon langsam weg, ey. Die macht schon nicht mehr so richtig mit. Aber ich hatte sogar noch einmal Wasser. Ich hatte noch einen Eimer Wasser, siehst du? Gleich mal weitermachen hier. Aluminium war gesagt. Einmal braucht man noch. Ja, ich weiß, ich bin alarmisch. Ich bin alarmisiert. Wir hatten doch nichts, genau. So, jetzt haben wir immerhin das schon mal. Jetzt brauchen wir noch einmal Titan. Zweimal Magnesium, zweimal Silizium. Schunderwöhn. Das ist doch alles Schunderwöhn. Hatten wir jetzt nicht schon den Sauerstofftank freigeschaltet, den nächsten? Oh, wo muss ich denn jetzt hin, ey? Oh Gott. Nein! Jetzt nicht sterben, um Gottes Willen. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, ich habe den Sauerstoff jetzt nicht auf dem Auge gehabt. Schnell. Warte mal, ich glaube, wir hatten doch jetzt schon den nächsthöheren Tank, oder? Ich habe jetzt den T3. Ah, das kann sein, dass der dann nur in dem Ding hier gemacht werden kann. Okay, Magnesium, immer noch. Sag ich doch, dass er eine angenehme Stimme hat. Meinetwegen könnte er auch Hörbücher machen. Mega angenehm. Hörbücher, ja. Das Problem ist bei solchen Sachen wie Hörbücher und auch Synchronsprecher und so, die wollen ja immer eine abgeschlossene Sprecher... Also, das heißt, die wollen halt immer irgendwie so eine Sprechausbildung haben irgendwie. Da kann man ja so das auch trainieren, sprechen und so. Und die wollen halt auch eine Schauspielausbildung meistens haben noch. Je nachdem, was das halt ist, genau, für Hörbücher und so. Ja, jetzt haben wir alles. Ich mach das Ding jetzt hier direkt, so dass die Konsole vorne ist. Sehr schön. So. Ja, genau. Jetzt können wir nämlich hier die Dinger umwandeln. Guck mal, da ist nämlich der Sauerstofftank T4. Okay, wir brauchen... Ja, das haben wir doch hier. Warte. 1, 2, 3. Jetzt noch meinen Tank ablegen und dann können wir den gleich mal machen. Guck mal, dann habe ich nämlich jetzt nicht mehr diese Probleme hier mit dem Sauerstoff. Oh ja, 370. Now we are talking, my friends. Look at this shit. Okay, warte, was? Nahrungsniveau niedrig? Ja, mein Niveau sinkt wieder. War klar, okay. Haben wir hier noch einen Kürbis? Jawohl, haben wir. Immer schön was zu essen und was zu trinken dabei haben. So, jetzt Moment. Jetzt haben wir, jetzt können wir noch einen Rucksack machen eigentlich. Habe ich da noch jetzt? Okay, da fehlt mir einmal Alloy für Rucksack. Aber das wäre eigentlich, wäre schon gut, wenn wir das noch machen, würde ich sagen. Habt mir aus dieser einen goldenen Kiste da unter dem Stein da hinten, hat mir da schon alles weggenommen? Hat mir da schon alles rausgeholt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich mache mir mal wieder einen Reservesauerstoff aus Kobalt. Wir haben jetzt zwar 370 Einheiten, aber irgendwann kommt man vielleicht in so eine verlegene Situation, wo man es dann vergisst, weil man halt so viel Sauerstoff jetzt hat. Und dann merkt man das gar nicht, dass man gerade kurz vorm Sterben ist. Zeolit ist der Zucker, wenn man ihn findet, ist es sehr gut. Ja, Zeolit ist, ist aber noch nicht hier. Okay, das hat mir... Warte mal, wenn ich die Kiste abreiße, kriege ich, glaube ich... Jawohl, super, jawohl. Guck mal, cleverer Trick 17 hier. Zeolit kriegen wir erst, wenn die Baumstufe beginnt. Ich habe diesen Progress-Bildschirm jetzt noch gar nicht gebaut, diesen, der mir anzeigt, bei welcher Stufe ich gerade bin. Aber ich meine, ist ja relativ egal. Wir haben eh schon blauen Himmel jetzt. Wenn es dann anfängt zu regnen, wissen wir, dass wir auch langsam flüssiges Wasser bekommen müssten. Also da müssten sich in den Seen dann auch langsam die Wassermengen sammeln auch. Und ja. Guck mal, wie ich jetzt von da hinten bis hierhin durchlaufen kann mit meinem Sauerstoff. Nicht schlecht. So, hatte ich jetzt noch? Ich habe einmal Wasser, genau. Jetzt nehmen wir uns hier das raus. Jetzt brauchen wir noch einmal Titan. Misch Maggi mit Magnesium. Dann hast du Magnesium. Oh Gott. Aber nicht Osmium. Ist nicht die Banane vom Planet Crafter, sondern das andere Zeug, das am Ende nur endlich vorhanden ist. Genau, Zeolit. Genau, das ist die Banane von Planet Crafter. Ich finde hier keinen Titan gerade. Bin ich so Brain AFK schon nach der ganzen langen Zeit, die ich das jetzt schon wieder spiele? Oder ist hier einfach nur nichts? Da ist was. Was wollte ich jetzt damit machen? Irgendwas Sinnvolles. Ich hoffe, ich wollte was Sinnvolles damit machen. Ja, stimmt, den Rucksack.
Oh Gott, da muss ich wieder aufpassen. Da platze ich wieder gleich, wenn ich nicht aufpasse. Jetzt brauche ich meinen Rucksack. Moment. Ah Gott, warte, da liegt erstmal Sachen weg. Nicht das Zeug. Moment, was brauchen wir? Wir brauchen das. So, den ganzen anderen Rest können wir weglegen. So, genau. Und jetzt zieh den Rucksack aus. Genau. Und dann mach das. Hervorragend. Und dann setz den Rucksack wieder rein. Wunderschön. Boah, haben wir jetzt viel Platz. Junge, haben wir jetzt viel Platz. Sauber. Warte, dann nimm mal die Sachen, die wir schnell verkraften. Die nehmen wir mal ins Inventar. Und das, was wir jetzt nicht so schnell verkraften, das lassen wir erstmal lieber eher hier. Und dann mache ich mir jetzt nochmal Wasser. Genau. Wann ist denn jetzt eigentlich dieser Wassersammler fällig? Bei welcher... War das nicht 1000? 1000 KTI irgendwie? Oder 500 MTI oder so. Weil wir müssen mal jetzt schauen hier. Wir müssen mal Terraforming wieder ein bisschen mehr machen. Hier. Genau, die Dinger wollte ich eigentlich machen schon die ganze Zeit. Lasst uns mal ein bisschen mehr Eis noch sammeln, dass wir noch ein bisschen mehr Wasser herstellen können jetzt. Dann nehmen wir nämlich die geilen Sauerstoffpflanzen erstmal schon direkt in diese... In diese hochwertigen Pflanztöpfe da rein. Würde ich sagen. Das lohnt sich, glaube ich. Guck mal, da ist Eis. Nehmen jetzt so viel Eis mit, wie wir tragen können und machen ordentlich was von diesen Dingern. Und Gras, warte mal, Grassamenpflanze haben wir ja auch. Stimmt. Geil, können wir auch gleich mit aufstellen noch. Du wolltest Notfallsauerstoff machen. Stimmt, habe ich vergessen. Aber jetzt haben wir ja auch eine größere Dings. Aber deswegen wollte ich ja Notfallsauerstoff machen, weil ich eine größere Dings habe, kann es sein, dass ich das dann genau deswegen vergesse, dass ich Sauerstoff brauche. Ich finde auch gerade wieder kein Eis. Ist schon wieder traurig. Oh Gott, und mein Sauerstoff. Ah! Komm schon! Atme! Spielberg geht in die Berliner Innenstadt und fragt die Mädels, ob sie für ihn ein bisschen Zeolit hätten und kassiert Watschen. Wie? Wieso? Das verstehe ich nicht. Wie? Wieso sollten die Zeolit für mich haben? Ach so, Zellulite. Ja, ja. Ja, das kommt drauf an, wie man danach fragt. Das kommt immer auf die Frage an. So ist das. Wenn du natürlich so gebückt auf sie zugehst und immer so nach unten auf die Beine guckst die ganze Zeit und dann sagst, ah, Entschuldigung, ich suche nur nach ihren Zelluliten. Dann kriegst du natürlich eine gepfeffert. Dann fliegst du erstmal durch den ganzen Raum. Piu! So schnell kannst du gar nicht gucken. Mit Warp Speed fliegst du dann durch den ganzen Raum. So, warte jetzt hier. Jetzt machen wir hier mal ordentlich Wasser hier. Genau. Viermal Wasser. Nice. Ich habe 1 Kilogramm Zeolit in meiner Spülmaschine. Ja, stimmt. Da hat auch einer gesagt, das Zeug ist irgendwie das, was in Spülmaschinentabs drin ist. Und wieder keinen Sauerstoff gemacht. Ha, habe ich vergessen. Aber mache ich gleich. Erinnert mich nochmal dran, wenn ich... Merken wir uns für später. Mein erster... Blablabla. Atmen. Hier genau, die Pflanze, meine ich. Warte mal, können wir nicht einfach... Können wir doch. Wir können doch. Jawohl. Ja, sag ich doch hier. Guck mal. Dann stecken wir das da einfach da rein. Den Samen ganz tief. Und dann wird das auch von ganz alleine was. Katzenstreu ist auch aus Zeolit. Tja, jetzt bräuchte ich nur eine Katze, damit die mir was streut. Was war da schon wieder? War schon wieder irgendwas. Hydration. Dann ernte mal hier den Pfirsich, genau. Ach, den Pfirsich. Den Kürbis, meine ich. Sauerstoff machen. Nein! Ja! Ah! Verdammt! Habt ihr mich wieder erwischt? Habe ich wieder vergessen. Aber ich überlebe ja auch ohne. Es klappt ja eigentlich ganz gut. Bis jetzt. Auch ohne den Reservesauerstoff. Aber ja, eigentlich ist es grob fahrlässig, was ich mache im Hardcore-Modus eigentlich. Ohne Reservesauerstoff rumzulaufen. In der Spülmaschine ist das zum Trocknen. Zeolit kann einiges an Wasser aufnehmen und wird dabei gleichzeitig heiß und erwärmt die Luft zum Trocknen. Geil, heiße Luft. Das ist das, was ich ja auch immer produziere. Ganz viel heiße Luft. So. Nice, gucken wir mal. Stellen wir da gleich hin. Können wir noch einen machen? Könnten wir, wenn wir das Material dazu hätten. So, jetzt mache ich mir mal den... Ich mache ja schon. Guck mal. Ich habe mir den Reservesauerstoff gemacht. Mal gleich hier mal sortieren jetzt. Und da mache ich mir noch mal ein bisschen Wasser. Jawohl, guck dir doch den Schwung an. Das ist der große Schwung nach vorne hier.
Nicht schlecht, zum Tag der Arbeit gibt's den großen Schwung nach vorne. Ist übrigens immer noch Tag der Arbeit. Wie gesagt, ihr seht die Videos auf YouTube nicht unbedingt immer an dem Tag, wo sie auch kommen. So, warte mal, da hinten, wir hatten doch noch Seed Nirma. Oh ja, der hat aber Baden-Baden-Daten, den brauchen wir. Okay, ich brauche einmal Superlegierung, ich brauche Aluminium. Warte mal, wir hatten doch, war hier nicht noch eine Kiste, die wir noch nicht abgerissen haben? Hier hinten war doch eine Kiste, die wir noch nicht abgerissen haben. Eine goldene. Da kriege ich noch die Superlegierung, die ich für das Ding brauche. Geilomat. Dann haben wir endlich eine Wasserquelle. Hier, jawohl. Yes. Weg damit. Komm, gib mir das Zeug. Jawohl, Superlegierung. Und dann noch einen Kobold und Lithium. Ach Mensch, guck mal, was hier ist. Das ist ja wie bestellt und nicht abgeholt. Sauber, sauber, sauber. Seit wann ist Sonntag Tag der Arbeit? Ja, seit jetzt gerade. Nicht schlecht. Was? In USA wurde mal ein Typ verhaftet, der ein suspektes Paket Kristalle auf dem Armaturenbrett im Auto liegen hatte. Es war Katzenstreu als Luftentfeuchter, damit die Frontscheibe nicht von innen anläuft. Sieht das wirklich so aus, wie wenn man das so transportiert, wie diverse Substanzen, die nicht so legal sind? Okay, warte kurz. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich mich wieder verdengelt. Ich wollte den Grassamenstreuer machen eigentlich. Nee, Moment, Quatsch. Ich wollte das Ding machen. Den stelle ich jetzt mal ganz solidarisch hier in die Mitte. Hier schön zwischen den Steinen, wo man ihn nicht finden kann, wenn man in Panik nach Wasser sucht. Ich muss ja auch immer meine Wasserquellen verstecken, das ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja nicht auffliegen. Wir wollen ja hier nicht auffallen. Kann ich jetzt noch so einen Samenstreuer machen? Warte mal, halt. Einmal, genau, einmal noch Aluminium finden. Oder eigentlich am besten zweimal, dann können wir gleich zwei von den Dingern machen. Und das Biolabor können wir eigentlich auch gleich mal machen. Das hat mir doch, glaube ich, jetzt auch schon freigeschaltet. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Alu. Ist da zufällig schon was drin? Nee. Ja, ich hatte ja. Jetzt kriegen wir ja Wasser, jetzt kann ich ein bisschen verschwenden. Ein bisschen, nur ein bisschen. Da ist nochmal Aluminium. Sehr nice. Boah, der Strahl wurde aber schön abgelenkt. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn der Strahl so ungünstig abgelenkt wird, dass man sich selbst damit Schaden machen könnte. So richtig schön ins Auge. Und wenn man dann an seinem eigenen Craft, an seinem eigenen Farming-Strahl stirbt. Das wäre so lustig. Im Hardcore-Modus. Das wäre schon ein bisschen geil. Das finde ich aber nur einmal geil dann wahrscheinlich. Zeolit ist ein Idiotentauscher und zum Beispiel zur Wasserenthärtung. Ah, alles klar. War der Bär schon im Labyrinth? Da gibt es auch eine Menge Alu. Ja, da war ich schon, aber da muss ich immer ein bisschen aufpassen mit meinem Sauerstoff. Wobei jetzt mittlerweile habe ich ja den großen Sauerstofftank. Da muss ich jetzt gar nicht mehr so krass aufpassen eigentlich. Das Auge abgebaut, genau. So, hier jetzt, genau. Ich glaube, dann müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass wir mal die Heizung noch ersetzen durch geile Heizung. Jetzt, wo wir das mit den Pflanzern gemacht haben, stehen jetzt eigentlich noch die Heizung auf dem Programm. So, jetzt müssen wir überlegen. Genau, die Seed Nirma wollte ich holen aus dem Blender hier. Denn dann setzen wir hier schon mal den hin. Oh, guck mal, da habe ich ja auch Reservesauerstoff. Hätte ich ja gar nicht craften brauchen. Hier, wir setzen den jetzt direkt mal hier so ganz schön in die Mitte. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Strom aus? Wie sieht's eigentlich generell mit allem aus? Ach, guck mal, sind ja noch 167 Kilowattstunden. Das geht ja noch. Das geht ja alles voll. Voll klar geht das. So, und Terraforming insgesamt? Ah, da muss ich ja eh da drüben gucken dann. Ich gucke jetzt nochmal, was als nächstes freigefaltet wird. Warte. Als nächstes freigefaltet wird der Rucksack T5. Naja gut, das dauert noch ein bisschen. Wir sind jetzt gerade mal bei MTI gleich. Bei einem MTI. Und hier unten steht dann an der Blumentopf. Ja, sehr gut. Das haben wir gebraucht. Der Schild. Kernreaktor T2 bei 1,5 MPa. Okay. Ja gut, das dauert also. Moment, den Biodom hatten wir jetzt schon. Den müssen wir mal jetzt schreifhalten. Also bauen noch. Für den Biodom brauchen wir. Was brauchen wir dafür? Nein! Seed Nirma. Oh, regnet das? Regen! Wir haben Regen! Der Regen ist da!
Der Regen ist da. Wir haben ihn. Und hier haben wir schon Gras. Der Wahnsinn. Es ist wunderbar. Und das im Hardcore-Modus. Das will ich jetzt mal hier hervorheben. Wie geil wir hier den Hardcore-Modus wegrocken. Da war Wahnsinn. Okay, wir brauchen Titan. Wir brauchen Kobold. Wir brauchen Superlegierungen. Dann müssen wir wieder hier da hinten hingehen da. So, und jetzt komme ich ja auch besser da hinten rum, weil ich jetzt ja mehr atmen kann. Ich bin ein Meeratmer jetzt. Ich arbeite hin und wieder mit Betonit, aber derart kristallin, dass man es beispielsweise mit einer Substanz verwechseln könnte, ist nicht. Okay, hatte ich jetzt noch Wasser? Ja, aber wenn ich eine Sache jetzt reichlich habe, dann Wasser. Jetzt braucht er ja eigentlich nur die Flasche in die Luft halten, dann hat er ja eigentlich Wasser, ne? So an sich. Wär schon irgendwie intelligent, wenn er das so machen würde, ich weiß ja nicht. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo noch Seed Lirma war. War jetzt eigentlich in dem Raumschiff noch Seed Lirma? Müssen wir nochmal reingucken jetzt. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal da hinten rein. Ich brauche eine Seed Lirma für den Biodom jetzt. Hydrationsniveau. Ja, das Niveau sinkt schon wieder. Ist ja gut. Jetzt beschwert er sich immer über das Niveau, ey. Wie finde ich denn das? Wenn man hier eine Sache nicht erwarten darf, dann ein Niveau. Und schon gar nicht, dass es gehalten wird. So, rein da. Yes, ich habe den Blumentopf freigeschaltet. Bestes Item des ganzen Spiels. Keine Seed-Lirma. Keine Irma. Keine Irma. Ich brauche die Irma. Keine Irma und keine Irma. Verdammt. Nirgendwo Irma. Dann müssen wir in den Canyon jetzt. Nein. Häng doch nicht immer. Ah, baga, baga, baga. Wenn du eine Bohne hast, kannst du ja Gas produzieren, ja. Ich mache einfach dann so einen Gasgenerator und dann bin ich unabhängig. Von allem anderen Gas bin ich dann unabhängig. Produziere ich mein eigenes. So, ich nehme jetzt das Essen hier noch mit. Und das Iridium nehme ich jetzt auch noch mit. Um was ging es jetzt? Der Biodom. Genau, genau. Seed Lirma und zweimal Aloy braucht man, genau. So, jetzt erstmal den Weg finden hier wieder. Mal kurz alle neidisch machen. Bei mir gab es heute Spargel. Uah. Da machst du mich nicht neidisch damit. Schon der Geruch ist, finde ich. Ach, nee. Mit Spargel kannst du mich jagen. Es gibt so ganz wenige Sachen, mit denen du mich jagen kannst. Mit Spargel kannst du mich jagen. Kannst Spargelstangen schwingend hinter mir herlaufen und mich durch alle 7 Weltmeere damit jagen. Ohne Witz. Dann esse ich lieber irgendwie die schlabberigsten Tintenfische und irgendwelche anderen komischen Sachen, bevor ich Spargel auch nur ansehe. Als Blickeswürdige. Guck mal, hier ist jetzt ganz viel. Ha, ein Chip. Okay, warte. Ich gehe jetzt gleich hier noch weiter. Dann haben wir nämlich hier gleich noch die 2 Super Alloys. Systema. Jawohl, Nahrungsniveau niedrig. Ja, das Niveau sinkt. Gott sei Dank hatte ich jetzt noch Platz. Auch sehr gut. Guck mal, jetzt gehen wir wieder zurück. Atmen und dann können wir das gleich machen. Den Biodom. Aber vielleicht nicht unbedingt hier hinbauen, weil hier ist wirklich die letzte Pampa. Hier will ich das, glaube ich, gar nicht haben, das Ding. Im Eck gibt es noch eine goldene Kiste. Ja, da habe ich gerade keinen Platz, aber ist richtig, genau. Da könnte man auch noch Aloy kriegen. Tsch, ha. Spargel ist eine Delikatesse. Ja, genau. Hatte ich neulich mit Rinderzunge und Hollysoße ein Gedicht. Bah. Bah. Spargel. Also, nee. Also, nee, nee, nee. Ohne mich. Den Spargel müsst ihr ohne mich essen. Ich muss jetzt hier erstmal wieder den Weg rausfinden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich baue den Biodom vielleicht einfach hier noch dazwischen auf. Nee, also bei Spargel bin ich echt raus, ey. Ja, vom Geruch kriege ich manchmal sogar schon direkt Kopfschmerzen, wenn ich das rieche, ne? Das ist so. Und wenn ich das esse, kriege ich erst recht Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was das ist. Das muss irgendein Stoff im Spargel sein, der mir nicht bekommt irgendwie. Keine Ahnung. Irgendein aromatischer Aromastoff. Der mich voll stresst. Alle sagen jetzt, Spargel ist lecker. Finde ich gar nicht. Ich finde den eklig. Ich will den nicht essen. Ich finde den nicht lecker.
Dann bin ich halt ein Alien. Ein spargelhassendes Alien bin ich dann halt. Was soll ich machen? So, guck mal, jetzt brauchen wir hier noch eine Tür. Jetzt haben wir natürlich kein Material für eine Tür, wie immer. Nein, häng nicht fest. Ich muss ja noch gar nicht atmen. Sehe ich gerade. Ich mach's trotzdem. Kann ich gleich noch was trinken eigentlich. So, was brauche ich jetzt für die Tür nochmal? Ich brauche noch einmal Silizium. Da. Was ist denn dein Lieblingsessen? Na, alles außer Spargel. Ich esse auch Brokkoli lieber als Spargel. Oder Blumenkohl esse ich lieber als Spargel. Oder Mais esse ich tausendmal lieber als Spargel. Das sind so die Sachen, die ich gerne esse. So, bam, guck mal, jetzt haben wir hier Biolabormasse, genau. Ah, nee, guck mal, jetzt brauchen wir erstmal 865 Gramm Biomasse. Da brauchen wir jetzt noch mehr von den Grasstreuern hier. Aber der macht nicht der Biodom auch Biomasse? Nee. Der verbraucht nur Sauerstoff. Okay, genauso wie ich. Ich verbrauche auch nur Sauerstoff. Dann nochmal Lirma-Samen holen, ne? Asteroiden? Warte mal. Bevor ich jetzt loslaufe. Nächsten Sandsturm, oder? Ich sehe keine Asteroiden. Ich höre auch keine. Da muss man mal aufpassen im Hardcore. Das kann sonst übel in die Hose gehen, wenn man von den Dingern getroffen wird. Vor allem, wenn man nichts zu essen dabei hat, so wie ich. Sollte vielleicht erstmal was zu essen. Ah, nee, ich habe ja was zu essen, ich bleib's. Moment. Ich muss nochmal atmen. So. Jetzt gehen wir nochmal rein da und holen uns jetzt nochmal Zeug raus. Jetzt holen wir uns nochmal aus dem Labor da hinten noch eine Seedlirma, sodass wir uns noch einen Grasstreuer machen können. Genau, ich habe ja noch. Ja, Wasser habe ich noch zweimal. Warte mal, dann machen wir dann dort noch einmal Wasser, genau. Dann brauche ich nochmal Magnesium jetzt. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, geht mein Progress jetzt eigentlich schneller, den ich mache, oder bin ich langsamer als beim letzten Mal? Das ist jetzt eine spannende Frage. Bin ich jetzt schneller oder bin ich langsamer? Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich mit manchen Sachen schneller und manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich mit manchen Sachen langsamer. Du kannst dir aus Räumen einen langen Gang bauen zu dem jeweiligen Biomen. Aber dann bleibt ja der Nervenkitzel weg. Außerdem kostet das ja auch Material. Das muss ich ja erstmal bauen dann. Bis ich das gebaut habe, habe ich mir dann schon wieder andere Sachen gebaut. Zum Beispiel Terraforming-Sachen. Die ja dann auch wieder dafür sorgen, dass ich wieder das Leben ein bisschen leichter ist. Zum Beispiel möchte ich jetzt gerne möglichst schnell zum flüssigen Wasser kommen, wo wir dann auch Wasserfilter bekommen, damit wir dann gar nicht mehr Flaschen brauchen eigentlich zum Trinken. Das ist eigentlich so dann der Moment, wo es dann easy wird. Genau, weil je mehr Terraforming wir machen, desto leichter wird es ja am Ende. Hier, guck mal, hier ist nochmal Stoff. Nehmen wir den Stoff auch gleich nochmal mit. War hier jetzt eigentlich noch was? Nee. Wunderbar, guck mal, nice. So, da haben wir das jetzt. Dann kann ich den ja eigentlich gleich hier aufbauen. Dann wird gleich die Biomasse erzeugt. Wie gesagt, der einzige Nachteil, ich mache das jetzt halt hier alles so verteilt auf der Karte. Das habe ich vorher ja so noch nicht gemacht. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn wir das dann ersetzen wollen, muss ich halt dann auch wieder ewig hin und her tingeltangeln. Aber mal schauen, ich kann die alten Anlagen ja an sich auch eigentlich stehen lassen. Solange ich halt immer schön mitskaliere mit der Stromerzeugung und so, ist das ja dann am Ende egal, wenn noch alte Sachen rumstehen. So, wunderbar. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Eis mit, wenn wir hier schon mal sind. Und vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen, genau hier, Aluminium. Jetzt müsste auch bald eigentlich die Landebahn, nicht die Landebahn, die Startrampe müsste ja bald auch freigeschaltet sein eigentlich. Dürfte jetzt auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und dann können wir Raketen starten. Dann geht das auch nochmal ein bisschen schneller alles. Jetzt sind wir bei 1,38 MTI. Das ist auch gar nicht schnell. Ey, guck mal, ey, Shitchen, guck mal, dieses ganze Eis, was hier ist, das ist doch gerade erst dazugekommen. Das war doch, wo wir vorher hier durchgelaufen sind, auch nicht da. Also manchmal denke ich mir echt, das ist alles irgendwie gerade erst entstanden. So, jetzt müssen wir mal uns um Essen kümmern noch. Oder beziehungsweise, ich esse einfach das Astronautenfutter.
Die sollte schon freigeschaltet sein, was? Oh ja, tatsächlich, Mensch, habe ich gar nicht aufgepasst. Moment, dann müssen wir jetzt eigentlich nochmal Alloy holen, dann können wir die nämlich gleich bauen eigentlich. Oder nee, warte, halt, bevor wir das jetzt machen, ich reiß jetzt mal hier die Dinger ab, so. Wir schauen jetzt mal, dass wir genug Iridium zusammenkriegen für die Ersetzung von diesen Heizungen, dass wir da MK2-Heizungen jetzt draus machen noch. Nicht MK2, was ist das, MK3? Nee, doch, ja, MK3. Schauen wir mal, jetzt haben wir 1, 2, 3. Ja, guck mal, das müsste jetzt reichen eigentlich. Wenn wir mal den ganzen anderen Schnodder mal weglegen, den wir nicht brauchen gerade. Was brauchen wir noch nicht? Hier das Uran nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawohl, guck mal, da können wir doch einen Stab draus machen. Wunderschön. So, und dann können wir nämlich da jetzt noch so eine... Genau, so eine Heizung bauen. Die machen wir jetzt wieder da drüben rein. Da haben wir nämlich Platz. Immer schön hin und her laufen. Zelt fit. Wir können echt froh sein, Allesfresser zu sein. Stellt euch vor, wir wären alle Hunde und würden ein Leben lang nur Trockenfutter bekommen. Jeden Tag dasselbe. Ja, ne? Ich bin als Bär, bin ich übrigens auch ein Allesfresser. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin da voll mit d'accord eigentlich. Ich esse alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wenn es auf dem Baum ist, kletter ich hinterher. Ist mir dann auch egal. Das ist noch ein bisschen anstrengender dann. Ja, da haben wir was gemeinsam. Nur Spargel esse ich nicht. Ich esse alles außer Spargel. Ja, man muss auch wählerisch sein. Man muss auch mal Prioritäten setzen hier. So, jetzt hier. Genau, wir können jetzt ja Sachen machen. Oh, guck mal, das ist ja das Shitbag. Ah, lol. Da hätte ich natürlich gleich mal ein Triebwerk machen können noch. Ah, ja, stimmt. Warte mal, wir haben doch... Moment. Im Canyon... Ah, haben wir doch. Da ist doch noch eine goldene Kiste. Nicht wahr? Dann gehen wir doch da gleich mal hin. Das wurde ja gerade schon gesagt, dass da noch eine ist in der Ecke. Die wir noch nicht aufgemacht haben. Dann machen wir die gleich auf. Und dann muss ich mal überlegen, da war da drüben links noch eine goldene Kiste. Und da war ja auch noch die Leiche. Das würde ich jetzt auch häufiger immer gefragt. Wo ist die Leiche? Also es gibt zwei Arten von Leuten momentan, die in die Kommentare schreiben. Die eine Gruppe sagt, du, da gibt's noch eine Leiche, die du noch nicht gefunden hast, hinter dem Felsen im Startbereich. Und die wissen nicht, dass ich das schon längst gemacht habe, schon längst gefunden habe. Und dann gibt's die andere Sorte, die fragt, ich finde die Leiche nicht. Sag mir mal bitte, wo die Leiche ist. Das ist, sind die zwei Arten an Aussagen, die ich momentan bekomme. So, jetzt wollte ich überlegen. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte die goldene Kiste suchen. Grünkohl ist auch so eine Sache. Ja, Grünkohl finde ich grenzwertig auf jeden Fall. Den würde ich jetzt auch nicht unbedingt bevorzugt essen, muss ich sagen. Spargel, Grünkohl, tolle Speisen, die hier in Norddeutschland angebaut werden. Ja, weiß ich nicht. Grünkohl, Spargel, naja... Muss, das ist doch alles nicht so meins, ja. Lieber Blumenkohl und Brokkoli und Möhren und Mais und ganz in deiner Nähe geht, glaube ich, ein Schacht in die Erde. Hatte da vorhin was gesehen. Was, ein Schacht hier? In der Gegend? Echt? Hier war eigentlich normalerweise sowas noch nicht. Also beziehungsweise wir hatten hier sowas noch nie gefunden. Dann wäre das was Neues. Das haben wir vorher noch nicht gesehen, wenn dann. Gleich mal Wasser machen. Und dann, guck mal, hier hinten in der Ecke müsste die goldene Kiste sein, eigentlich. Asteroiden. Die haben sich jetzt aber so überhaupt nicht angekündigt, irgendwie. Aber hier müsste ich im Canyon ja eigentlich relativ sicher sein, normalerweise. Sind das die normalen? Ja, das sind die normalen. Oh, guck mal. Krass, wie das aussieht. Ich geh mal lieber rein. Aber im Canyon dürften sie mich ja eigentlich nicht erwischen, wenn sie schräg von oben runterfallen. Es sei denn, sie kommen wieder durch die Wände. Das hatten sie ja auch schon mal. War ja auch schon mal der Fall. Oh Mann. Oh Mann. Zum Glück habe ich noch Essen. Astronautenfutter. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, da kommen mehr runter im Hardcore-Modus und das scheppert auch mehr irgendwie. Das scheppert richtig heftig. Alter.
Ja, das sind mehr, ich sag's euch. Das ist ja teilweise extrem. Und die fallen auch voll steil vom Himmel runter irgendwie. Ich glaube, jetzt kann ich schon, darf ich schon raus. So, dann schnell. Guck mal, hier ist sogar einer zerplatzt. Kiste. Jawohl. Oh, eine Düse ist auch drin. Ich werd geil. Ich werd hier jetzt richtig geil. Das ist doch mal der Fund des Jahrhunderts. Dann können wir ja gleich das Jetpack machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, ob ich zweimal Alloy brauche für eine Düse oder einmal, dann... Ich nehme sicherheitshalber noch einmal Alloy mit. Blumenkohl ist roh am besten. Ja, das stimmt. Also ich mag den auch gekocht. Ja, aber roh schmeckt der auch. Das stimmt. Also Blumenkohl ist, ist was Schönes. Aber Spargel, nee. 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 Nein, kein Spargel. Mit Spargel, wie gesagt, könnte er mich durch die ganze Botanik jagen. Mann, wo ist denn hier jetzt Alloy? Da drüben. Ich will doch nur eins noch haben. Aber wenn wir jetzt eh schon hier oben sind, dann nehmen wir jetzt doch noch eins mit. Habe ich jetzt Reservesauerstoff dabei? Ja, ganz viel eigentlich. Komm, dann gehen wir jetzt mal overboard direkt, wenn ich jetzt schon mal hier oben bin. Dann verbrauche ich jetzt meinen Sauerstoff und sammle hier gleich das ganze Alloy jetzt ein. Wer weiß, wann wir hier wieder hochkommen auf die Kante. Dann haben wir gleich einen kleinen Vorrat und können gleich mal ein bisschen mehr noch machen. Das muss ich ja immer wieder... Ich atme gleich direkt. Da muss ich ja sonst immer wieder hier hoch. Nicht wahr? Die Folge wird dann heißen, ich mag keinen Spargel. Spargel-Tarzan heißt die dann. Ich bin Spargel-Kasper. Soll ich denn machen? Ich mag das halt einfach nicht. Ich mag den Geruch nicht, ich mag den Geschmack nicht. Ich finde, Spargel schmeckt auch zu anderen Sachen überhaupt nicht gut dazu irgendwie. Also keine Ahnung. Ich finde, das ist irgendwie so eine kulinarische Verirrung. Ich glaube, da bin ich einfach im falschen Land gelandet, was das angeht. Da will ich noch eher Schnecken essen als Spargel, ey. Schnecken schmecken viel besser als Spargel. Ich habe schon mal welche gegessen. Wenn die gut zubereitet sind, schmecken die echt gut. Besser als Spargel. Riechen auch besser. Ja, ja, gut, bekommst ja was anderes. Ja. Planet Spargelcrafter. Ja, so ähnlich. So, jetzt hier. Jetzt machen wir noch das Shitback. Hoffentlich reicht das jetzt, was ich an Zeug dabei habe. Ich brauche nur eine Düse noch. Warte mal, hier müsste noch, genau. Ah, warte, genau. Ich muss noch mal Zeug weglegen hier. Noch mal ein bisschen, dann kann ich noch so weit. Und jetzt... Ja, ich kann noch eine Düse machen. Nein, Hydration. Warte. Schnell machen und trinken. Warte. Kann ich das Jetpack machen? Ja, wenn ich noch einmal Titan habe, dann kann ich es machen. Komm, ich will noch einmal... Ich will das Jetpack jetzt noch machen. Da ist Titan. Was? Gib mir das. Und dann... Dann kann ich endlich rumfliegen. Jawohl, Shitbag, nice. Juhu, ich kann fliegen. Wasser. Juhu. Yahoo. Bist du ein Hühnerfreak, Assi? Was? Hühnerfreak, Assi? Ja, das ist jetzt auch nicht gerade unbedingt meine Präferenz. Aber das ist okay, das kann man sich mal geben. Hühnerfreak, Assi. Ah, guck mal, wir haben ja noch goldene Pflanzen, die wir noch einsetzen müssen, lol. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt ist, oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!